Hallo zusammen, heute habe ich eine Torte mit echten Blumen für euch. Und zwar hatte eine Freundin von mir Geburtstag und die hat sie sich gewünscht. Und dem Wunsch wollte ich natürlich nachkommen. Meine Freundin hat eine Glutenallergie, daher ist das Biskuitrezept auch glutenfrei diesmal. Ihr könnt aber natürlich jedes andere Rezept, ich verlinke euch auch ein normales Biskuitrezept von mir, das habe ich ja schon getan, beziehungsweise gemacht und ja, könnt ihr ja ersetzen. Also, wir nehmen jetzt das Eiweiß, die Hälfte des Puderzuckers und etwas Salz. Und das lasst ihr dann einmal steif schlagen. Das Eiweiß füllt ihr euch jetzt in eine andere Schüssel, weil wir die Maschine jetzt für das Eigelb benötigen. Jetzt kommt das Eigelb, Vanillezucker und restliche Puderzucker in die Schüssel und das lasst ihr dann so 10 bis 15 Minuten richtig schön aufschlagen. Als nächstes kommt glutenfreies Mehl mit dem Backpulver gemischt in das Eigelb. Und zwar siebt ihr das am besten rein, weil das einfach das Mehl noch ein bisschen auflockert. Hebt das schön vorsichtig runter. Wir wollen das aufgeschlagene Ei nicht wieder kaputt berühren. Richtig schön vorsichtig. Und dann kommt auch schon das Eiweiß mit dazu. Das wird vorsichtig untergehoben. Und dann ist unsere Masse auch schon fertig. Ich habe den Boden meiner 24 cm Springform schon mit Backpapier eingekleidet. Den Rand habe ich nicht gefettet. Und da fülle ich jetzt die Masse rein, streiche sie einmal glatt und dann kommt der Teig auch schon in den Ofen. Zum Abkühlen kommt der Biskuit bei mir auf ein Kuchengitter. Nach etwa 10 Minuten Abkühlzeit löse ich ihn auch schon aus meiner Springform, stürze ihn auf mein Kuchengitter und lasse ihn dann vollständig auskühlen. Vergesst bitte die Stäbchenprobe nicht, nicht dass er euch noch roh ist von innen. Einfach dazu einen Schaschlikspieß in den Kuchen stecken und wenn nichts mehr dran kleben bleibt, dann ist er auch schon gar. So, ich habe als nächstes hier mein Cakeboard mit etwas italienischer Buttercreme eingestrichen. Das Rezept verlinke ich euch unten. Das habe ich ja schon mal gemacht. Von daher habe ich mir diesen Schritt jetzt gespart. Da kommt jetzt mal einmal meine Springform drumherum. Und dann streiche ich mir immer gerne etwas Erdbeermarmelade auf die Böden, um einfach noch etwas Fruchtiges mit reinzukriegen und die Böden etwas saftiger zu machen. Und dann kommt die italienische Buttercreme außenrum gespritzt, um die Torte. Ja, damit die von außen halt schön weiß aussieht. Und dann fülle ich die mit meiner Erdbeermascarpone-Sahne. Die verlinke ich euch ebenfalls in der Infobox. Die habe ich auch schon gemacht. Und dann kommen noch ein paar Erdbeerstückchen rein. Und so fülle ich jetzt die komplette Torte. Da die Torte sehr hoch geworden ist, da gibt es einfach einen einfachen Trick. Einfach die Springform etwas lösen und höher ziehen, die ihr gerade gesehen habt. Und weil das unten aber bei mir ein bisschen rausgequetscht ist, habe ich mich dafür entschieden, die komplett abzunehmen. Gar nicht so mit in den Kühlschrank zu packen.
die Überreste der Buttercreme streiche ich mit Radrollern ab, weil bei der Torte ja die Böden durch die Creme ein bisschen schimmern sollten, ja, musste das halt von Anfang an schön gerade sein. Die kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank und dann kommt auch schon die restliche Buttercreme drumherum. Die streiche ich mir mit meiner Abziehpalette schön glatt und mit meinem Teigspachtel. Ja. Ihr braucht auch nicht so viel Buttercreme, weil wie gesagt, die Böden sollen durchschimmern. Die Kanten wie immer von außen nach innen abziehen. Und dann wandert die Torte auch erstmal nochmal für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal eure weiße Schokolade schmelzen. Das habe ich über ein Wasserbad gemacht. Und färbe sie mir jetzt mit fettlöslicher Pulverfarbe ein. Ich habe hier zweierlei verwendet, um mal die Farbe hinzubekommen, die mir gefallen hat. Und weil mir die Konsistenz von der Schokolade noch zu dickflüssig war, habe ich auch noch etwas Kakaobutter geschmolzen und das untergerührt. Und als ich dann zufrieden war, habe ich mir die in den Spritzbeutel gefüllt. Schneidet das Loch nicht zu groß ab, sonst läuft das nur so. Und dann spritze ich mir die auch schon um die Torte. Dazu einfach an den Stellen, wo es runterlaufen soll, ein bisschen länger draufhalten. Und das macht er dann ringsherum. Wenn ihr zufrieden seid, dann könnt ihr oben drauf noch mit der kleinen Winkelpalette die Schokolade ein bisschen glatt streichen und dann kommt die Torte auch erstmal in den Kühlschrank, bis die Schokolade wieder fest ist. Jetzt kommen die Blumen in die Torte. Dazu habe ich hier etwas dickere Strohhalme. Ihr könnt auch Frischhaltefolie nehmen. Einfach die Blumen darin einpacken, damit sie einfach die Torte nicht berühren. Ich habe hier mit einem Strohhalm quasi das Loch ausgestanzt und dann die Rose da mit dem Strohhalm hineingegeben. Ihr seht jetzt nur, wie ich zwei Blumen reinstecke. Komplett habe ich es leider nicht für euch. Meine Kamera hat einfach aufgehört zu filmen. Das ärgert mich auch total, aber ich wollte das Video trotzdem mit euch teilen und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, dann war es das auch schon. Das Endprodukt seht ihr ja gleich. Ich habe verschiedene Blumen genommen. Welche ihr nehmt, ist euch überlassen. Passend zur Deko wäre optimal. Und ja, dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Thank you.